Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute geht es auf meinem Kanal schon wieder weiter mit einem Tutorial. Ihr habt gesehen, das Deckentutorial. Endlich ist die Decke soweit. Da ist meine Rira-Restedecke. Ihr wisst, Sachen, die aus Resten bestehen, nenne ich immer Rira-Restedecke. Sie ist ultra einfach. Wir häkeln, hier ist unser Beginn und wir haben nur die mittleren Zunahmen. Nur in der Mitte wird zugenommen. Und dadurch entsteht ein Rechteck. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen erkennen. Und das Rechteck ging bei mir bis zu dem Weißen. Dann habe ich nur noch an einer Seite gehäkelt, um daraus ein Rechteck zu machen. Das habe ich die ganze Zeit gesagt, ein Quadrat, ne? Es entsteht ein Quadrat. Und ich habe ein Rechteck draus gemacht, indem ich die eine Seite verlängert habe. Habe ringsherum feste Maschen gehäkelt. Das werden wir auch zusammen machen. Also ich zeige euch für diese Decke den Anfang, wie wir den machen. Ein paar Reihen lang. Dann zeige ich euch dieses Muster, wie ich das gemacht habe. Aber ich werde euch da nichts sagen, wann ihr wo diese Muster setzen müsst. Die sind bei mir auch unterschiedlich. Je nachdem, wie ich Lust hatte, habe ich mal so ein Muster mit reingearbeitet. Ihr könnt auch ganz ohne Muster arbeiten, es bleibt euch überlassen. Ich zeige euch, wie dieses Muster gemacht wird. Ich zeige euch aber nicht, in welcher Reihe ihr das machen müsst. Genau, so. Und dann ringsherum noch eine Reihe mit festen Maschen. Zwei Stück, zwei Reihen mit festen Maschen habe ich gemacht. Die zeige ich euch. Ja, das Licht hier ist ein bisschen doof. ich hoffe, ich kriege das Tutorial trotzdem hin und dass es einigermaßen aussieht. Ich häkle mein Tutorial mit diesen Shiny Garn. Das sieht so hier aus. Das soll halt so ein bisschen glitzern. Ich weiß nicht, ob das die Kamera einfängt. Aber das ist ja egal. Ich will euch ja eigentlich bloß die Decke zeigen. Ich will keine richtige Decke damit häkeln. Aber viele interessiert das immer, mit was ich die Tutorials häkle. Und da ist dieses Garn. Ich glaube, das gab es mal bei Tayi. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich damit meinen Adventskalender hier gehäkelt. Ja, genau. Davon habe ich zwei Knäule liegen. Keine Ahnung warum. So viel brauche ich eigentlich nicht zu zeigen. Häkeln tue ich das Ganze mit einer 5 mm Häkelnadel. 5 mm. Ja. Was braucht ihr noch? Schere, Nähnadel, keine Ahnung. Ja, das war's eigentlich. Ja. Und wenn ihr das aus Resten macht, braucht ihr natürlich ganz viele Reste. Ich habe meine Decke aus immer zweifädigen Resten gemacht. Also auch aus Bobbeln. Dann habe ich die Bobbeln auch doppelt gehalten. Und ja, daraus meine Decke gezaubert. Juti, ihr Lieben. Dann fangen wir mal einmal an, hören auf zu labern und schalten rum und schauen uns, wie die Decke gemacht wird. Jawohl, gucken wir uns einmal den Anfang an. Wir fangen ja hier oben einmal an. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Stäbchen, die wir zuerst häkeln. Und erst dann in der nächsten Runde arbeiten wir unsere Ecke aus. Genau. Kommt mal einmal, einmal besoffen werden. Kommt mal einmal näher zu mir ran. So, und dann fangen wir einmal an mit unserem Anfang. Ups. Wir machen eine Schlinge. Die könnt ihr so gerne machen, wie ihr das möchtet. Hauptsache, ihr habt eine feste, eine Luftmasche denn auf eurer Nadel. So, zu dieser Luftmasche häkle ich jetzt noch drei Luftmaschen hinzu. Also ihr habt die hier schon und häkelt noch drei dazu. Eins, zwei, drei. Damit haben wir unser erstes Stäbchen. Also wir sind schon in der ersten Reihe, seitdem wir die drei Luftmaschen gemacht haben. Nehmen unseren Faden und stechen in die allererste Masche ein, die wir gemacht haben. Holen den Faden und machen ein Stäbchen, indem wir immer zwei Maschen abmaschen. Nochmal das Ganze. Einstechen, Faden holen,
zwei Maschen, abmaschen. So haben wir jetzt mit diesen drei Luftmaschen drei Stäbchen. 1, 2, 3 und 5 brauchen wir. Also noch einmal Stäbchen und noch ein Stäbchen. So sieht das Ganze denn aus. Jetzt fangen wir an, unsere Reihe immer mit drei Luftmaschen. Das ist unser erstes Stäbchen, was wir häkeln. Wir wenden unsere Arbeit, machen in die nächste Masche, das ist nicht die hier, sondern das hier ist die nächste Masche, ein Stäbchen. Und jetzt kommt hier die mittlere Masche nämlich schon und da setzen wir rein. Zwei Stäbchen. Zwei Luftmaschen und zwei Stäbchen. Hops. So sieht das aus. Das habe ich alles in die mittlere Masche gemacht. Dann in die nächste Masche ein Stäbchen. Und nicht vergessen, diese drei Luftmaschen, die hier waren, sind auch ein Stäbchen. Das heißt, da gehört auch ein Stäbchen rein. Nicht vergessen. Ihr könnt ja nochmal vorsichtshalber immer zählen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Weil es muss ja gleichbleibend sein. Genau. Drei Luftmaschen. Arbeit wenden. Und jetzt wieder nicht in diese Masche arbeiten. Dafür haben wir schon die drei Luftmaschen als Stäbchen gearbeitet. Wir gehen in die nächste Masche, arbeiten ein Stäbchen. Dann wieder nächste Masche, ein Stäbchen. Und nächste Masche noch ein Stäbchen. Und jetzt könnt ihr nämlich schauen, wir hatten in der Vorrunde 4 Stäbchen und haben auch diese 4 Stäbchen gehäkelt. Dann kommt hier unsere Luftmaschen, daher arbeiten wir wieder 2 Stäbchen, also unsere Zunahme. 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Das heißt, in der nächsten Runde sind das unsere zugenommenen Maschen. So, jetzt brauchen wir hier auch wieder 4 Stäbchen. 1, 2, 3, 4. Also häkeln wir 4 Stäbchen. So, und jetzt seht ihr auch schon, ne? Jetzt entsteht da so ein Quadrat die ganze Zeit. Und diese Reihe, die wir eben gehäkelt haben, die häkeln wir auch die ganze Zeit. Ich zeige sie noch einmal euch. Und dann kommen wir schon zum ersten Muster. So, nochmal eine komplette Runde. Ich glaube, hier in dem Raum ist ein bisschen ungünstig, ist alles ein bisschen laut. Ich hoffe, dass es das okay ist. Ich bin gerade bei jemandem zu Besuch und mache Katzensitting und ich glaube, ich habe mir das mit dem Raum hier nicht so gut überlegt. Aber ich hoffe, das ist mal für dieses Video mal okay. Das nächste Mal gehe ich wieder in einen anderen Raum. Aber hier der Kühlschrank und neben mir ist so eine Klackeruhr. Da müssen wir mal ganz kurz durch. Ja, also fürs nächste Video, ich muss woanders, in einen anderen Raum. Aber hier ist das Fenster direkt am Tisch gewesen und deswegen habe ich mich jetzt hier hingesetzt und eben beim Häkeln dachte ich so, oh nein, ist das laut hier. Also es tut mir leid. So, wenn wir das gemacht haben, so viele Runden wie ihr möchtet, ich gebe da jetzt wieder extra mit Absicht keine Richtwerte, weil das kann jeder so gestalten, wie er möchte. Fangen wir an mit einer Musterrunde und da fangen wir wieder an mit unseren drei Luftmaschen. Wenden die Arbeit. Und jetzt ist ganz wichtig, wir machen vordere Reliefstäbchen. Das heißt, ihr guckt euch eure Decke an. Das hier ist unsere Rückseite dann von der Decke, die uns gerade hier oben anschaut. Das hier ist die Vorderseite. Rückseite, Vorderseite. Das merkt ihr euch nachher ganz gut, wenn ihr erstmal das erste Muster gehäkelt habt, dann wisst ihr, wo eure Vorder- und Rückseite ist. Beim ersten Mal ist es egal, ja, aber für die nächsten Mustereinsätze ist das immer wichtig, die vorderen Reliefstäbchen werden auf der Rückseite gemacht, damit denn vorne das Muster entsteht, seht ihr? Also ich mache das jetzt einmal
vordere Liftstäbchen. Ihr seht das ja, wie das gemacht wird. Es ist einfach nur, dass ich unter den Stäbchen entlang gehe, mir den Faden hole und immer zwei Maschen abmasche wie ein Stäbchen. Ich steche eben nur nicht hier oben ein, sondern hier an der Seite entlang. Und dadurch entsteht auf der anderen Seite, was unsere Vorderseite ist, ein Muster. Ja. Das mache ich wieder bis zu unseren Zunahmen. Da sind sie. Und unsere Zunahmen arbeite ich wieder zwei Stäbchen in die Mitte, zwei Luftmaschen und zwei Stäbchen. Und dann wieder vordere Reliefstäbchen. Das ist eben vordere, weil wir hier vorne arbeiten. Darum heißt das vordere. Es gibt dann noch die hinteren, das ist aber für dieses Video überhaupt nicht wichtig. Moment, mein Garn wird alle. Ich muss mal was abwickeln. So, upp. Entschuldigung. Ich habe euch einmal angestoßen. So. Weiter geht's. Immer vordere die ganze Zeit. Wie gesagt, kein Stäbchen überspringen, kein Stäbchen vergessen. Ich weiß, das ist so, je fester man häkelt, umso schwieriger ist das manchmal. Und da ist mein letztes. Da gehe ich einfach da rein und mache ein Stäbchen. Bitte nicht vergessen, weil sonst wird das Ganze unförmig. Was euch natürlich auch bei verschiedenen dicken Garn passieren kann, ist mir nämlich passiert. Dadurch ist meine Decke ein bisschen unförmig, aber mich stört das nicht. Also am besten ist, ihr arbeitet mit einem Garn. So, jetzt wiederholen wir hier einmal die Runde mit den Stäbchen nur. Das heißt, nicht hier einstechen, sondern in die nächste einstechen. Das ist unsere erste Masche, weil für diese Masche haben wir die drei Luftmaschen gearbeitet. Das ist unser erstes Stäbchen. Genau. Und dann wieder bis hoch zu der Luftmaschenkette. Einmal arbeiten. Und jetzt ist Mrs. Ich klau gerne Wolle bei mir aufgetaucht. Das ist sehr schlecht. Ja, sie guckt schon. Oh mein Gott, geh weg. Geh weg, Katze. Das ist der Vorteil. Meine Katze machen das nicht. Die rennen nicht mit den Knäuel los. Bei Prinzessin Lucy ist das immer was anderes. Aber die war bis eben auf dem Balkon und jetzt strollert sie hier rum. Geh mal wieder auf den Balkon, Schätze. So, also bei meinen Zunahmen wieder zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Wenn ihr diese Löcher nicht haben wollt, könnt ihr wahlweise auch fünf Stäbchen arbeiten und dann immer in die mittlere Masche fünf Stäbchen, dann kriegt ihr diese Löcher nicht. Aber das müsst ihr euch selber, wie das euch selber gefällt, ausdenken. Na toll, jetzt frisst sie wirklich das Garn. Oh, du bist eine blöde Kuh. Die kann ja nichts dafür, die will ja spielen. Ey, Lucy, hier. Lucy, guck mal. Ich habe noch ein zweites Knäuel. Hol. Nee. Willst du mich verarschen? Hier ist viel geiler. Entschuldigung. Die denkt sich heute, ey, super geil. Das ist ja heute hier Babysitten mit Garn. Finde ich super gut. So. Gut. Und wenn wir jetzt unsere Arbeit nämlich wieder wenden, also drei Luftmaschen und das Ganze wenden, dann sind wir hier nämlich auf der Rückseite wieder. Eben waren wir auf der Vorderseite. Jetzt sind wir wieder auf der Rückseite. Und hier können wir jetzt, kannst du mal bitte das Garn loslassen, nämlich wieder die vorderen Reliefstäbchen machen. Ja, also ihr seid wieder an dem Punkt, Rückseite, vordere Reliefstäbchen, wenn ihr das wollt. Das müsst ihr nicht. Ja, und ich habe noch ein anderes Musterbeispiel, das häkeln wir jetzt auch mal. Dafür mache ich in die nächste Masche noch mal ein Stäbchen, wenn ich den Garn hier kriege. Und dann mache ich eine Masche
Die hier, die überspringe ich. Ich gehe in die nächsten, mache ein Stäbchen und in die nächste auch wieder ein Stäbchen. So habe ich diese zwei Stäbchen hier. Und jetzt, Achtung, jetzt gehe ich hier in die übersprungene Masche ein. Also ich nehme mir erstmal den Faden und steche in die übersprungene Masche ein, hole den Faden und ziehe ihn durch. Schön durchziehen, würde natürlich gut funktionieren, wenn das keiner festhalten würde. Faden nehmen, übersprungene Masche einstechen und den Faden durchziehen, komplett durch. Nochmal, Faden nehmen, durchziehen. Faden nehmen, durchziehen. Das Ganze müsst ihr fünfmal gemacht haben. Fünfmal möchte ich das sehen. Und dann maschen wir alles komplett einmal ab. Krach! Lucy, lass das los! Lass das bitte los! So. Ah, ey, ich mit meinen Katzen, ne? So, dann machen wir in den nächsten beiden erstmal wieder ein Stäbchen. So, dass wir zwei Stäbchen gearbeitet haben. Und jetzt wieder die Masche überspringen in die nächsten beiden ein Stäbchen. Und wieder, Entschuldigung, jetzt spielt sie mit den anderen Knäuel. Okay, jetzt die Masche wieder nehmen und fünfmal in die übersprungene Masche einstechen. Eins. Zwei. Drei, vier und nochmal fünf. Hops, alles zusammen abmaschen und dann wieder zwei Stäbchen. Und dann würde das Muster wieder folgen, je nachdem, es braucht immer drei Maschen das Muster. Wenn ihr hier vor der Spitze drei Maschen übrig habt, könnt ihr nochmal das Muster machen. So, dann machen wir erstmal unsere Zunahme. Zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Hops. Und dann gucke ich mir an, wie ich hier geendet habe auf der Seite. Ich habe mit den zwei Stäbchen aufgehört. Also fange ich auch wieder mit zwei Stäbchen hier an. Eins, zwei. Hops. Und jetzt wieder eine überspringen, zwei Stäbchen in die nächsten beiden Maschen. Also jeweils ein Stäbchen, so rum, so, und wieder fünfmal den Faden holen. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Das alles hier zusammen abmaschen, die Nadel ruhig so ein bisschen drehen und dann durch. Dann geht das nämlich wunderbar. Gut, nächstes. Zwei Stäbchen, und dann kommt mein letzter Mustersatz, dafür muss ich mir erstmal wieder ein bisschen Garn nähen. Okay, eine Masche überspringen, in die nächsten beiden jeweils ein Stäbchen und wieder fünfmal den Faden holen. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Alles wieder zusammen abmaschen und hier ein Stäbchen und als letztes, wo die drei Luftmaschen sind, noch ein Stäbchen. Hops. So. Und so sieht das Muster dann auf der Vorderseite aus. Echt schön aus, finde ich. Und jetzt folgt eine Reihe Stäbchen und dann könntet ihr wieder ein Reliefstäbchenreihe machen. Ne? Also, weil wir sind ja jetzt, Achtung, drei Luftmaschen, Arbeit wenden, sind wir auf der Vorderseite. Da geht das natürlich nicht und das geht ja mit der Bobbelmasche sowieso nicht. Ne? Und jetzt arbeiten wir hier, ihr seht hier oben, wunderbar, eure ganzen Maschen. Wie gesagt, die erste hier, die bearbeiten wir nicht. Da ist unsere drei Luftmaschen drin. Aber wir gehen in die nächste und arbeiten ein Stäbchen. Nächste.
ein Stäbchen. Ihr seht wunderbar, wo ihr einstechen müsst. Müsst euch da keine Gedanken machen, sondern einfach arbeiten. So. Und den habe ich euch, denke ich mal, so gut es geht, diese Muster gezeigt. Wie gesagt, ich lasse euch da freien Lauf. Ihr könnt die Muster verwenden, wie ihr wollt. Ihr könnt auch die ganze Zeit in diesen Mustern arbeiten. Ihr könnt aber auch die ganze Zeit nur in Stäbchen arbeiten. Je nachdem, umso bunter ihr das macht, umso mehr frisst das natürlich das Muster. Ne? Das müsst ihr wissen. Ansonsten könnt ihr da frei häkeln, wie ihr möchtet. Es ging mir jetzt eigentlich bloß um die Form, damit ihr wisst, wie diese Form entsteht. So. Noch einmal bis zum Ende häkeln. Jetzt musstet ihr euch auch ziemlich lange gedulden auf diese Decke, also ich hoffe, ihr konntet so lange warten, weil ich muss ja meine Restedecke erstmal fertig kriegen, bevor ich hier das Video anfangen konnte. So, Achtung, ich komme zur letzten Masche, die drei Luftmaschen sind meine letzte Masche. So, und dann gucken wir uns einmal an, es ist ein Quadrat geworden, ich mache euch mal ein bisschen hoch, damit ihr das seht. Ja, jetzt seht ihr das ein bisschen besser. Ein schönes Quadrat. Wenn ihr das so zusammenfaltet, kommt ein Dreieck bei raus, dann ist alles richtig. Wir wollen aber daraus ein Rechteck machen, also eine rechteckige Decke. Ihr könnt die natürlich auch quadratisch lassen. Ich finde quadratische Decken immer total cool, weil daraus kann man sich einen Seelenwärmer machen. Also, wir wollen daraus aber eine rechteckige Decke machen. Also wir haben vorher ja diese beiden Seiten bearbeitet und diese Seiten haben wir nicht bearbeitet, nur diese beiden. Und jetzt werden wir nur noch diese Seite bearbeiten. Ja, wie gesagt, wenn euer Rechteck groß genug ist, dann macht ihr das. So, jetzt zeige ich euch aber gleich nochmal. So. Jetzt bist du hier auf der Rückseite, jetzt könntest du theoretisch wieder dein Muster hier häkeln. Das mache ich jetzt auch mal. Aber wie gesagt, ich mache das nur bis zur Kante, also bis zu den zwei Luftmaschen, die eine Seite entlang. Weil ich möchte ja daraus eine rechteckige Decke machen. Jetzt habe ich überlegt, auf was ich hinaus wollte, ne? Also nehmen wir mich selbst, wenn ich nächstes Mal bei Lucy arbeite, muss ich das Ganze ein bisschen wickeln vorher. So, nochmal. Weiter geht's. So, gleich sind wir bei der Luftmasche. Ups. Und bei der Luftmasche mache ich jetzt einfach nur ein Stäbchen rein. Ups. So sieht das Ganze aus. Und dann gehe ich jetzt einmal nach oben. 1, 2, 3, Arbeit wenden und jetzt ganz normal wieder zurück ins Stäbchenmuster. Und das ist auch schon alles. Das macht man die ganze Zeit, bis wir von der rechteckigen Decke jetzt unsere perfekte Länge erreicht haben. Man kann hin und wieder das Muster wieder einbauen, je nachdem, wie man Lust hat und Laune. So. Mir gleich mal ein bisschen Garn absickern wieder.
So, und durch die zwei Reihen seht ihr schon, sind wir schon von dem quadratischen weggewandert, sondern wandern. Das ist jetzt natürlich, das zieht sich hier durch die Reliefstäbchen natürlich zusammen. Das war jetzt ungünstig gewählt, dass ich das mache. Aber durch die festen Maschen, die wir jetzt gleich häkeln, geht das wieder ein bisschen besser und sieht wieder ein bisschen besser aus. Ich habe meine Schere hier. So, okay. Wenn ich jetzt hier irgendwo ankomme und mein Rechteck groß genug ist, machen wir die Umrandung. Ich mache erstmal eine Luftmasche und dann arbeite ich hier in diese Masche hier hinein drei Stäbchen. Drei feste Maschen. Nicht drei Stäbchen, drei feste Maschen. Eins, zwei, drei. Das ist unsere Ecke. Notfalls könnt ihr euch jetzt die mittlere hier markieren. Das mache ich mal nicht, weil das sieht man auch so. So, und dann mache ich in jedem seitlichen Stäbchen zwei Stäbchen, zwei feste Maschen. Ich habe es heute mit den Stäbchen, es tut mir leid. So, da geht es weiter. Bis hoch zur Ecke machen wir das. Komme ich hier schon einmal an. So, da ist mein erstes Stäbchen. Da arbeite ich auch noch mal meine zwei Stäbchen und dann kommt hier die Ecke, also unsere Anfangsluftmasche, und da arbeiten wir auch drei feste Maschen rein. Eins, zwei, drei und weiter geht's. Ich nehme jetzt hier auch gleich den Anfangsfaden mit, dann ist der gleich einmal weg und ich muss den nicht vernähen. So, wieder bei den seitlichen Stäbchen. Wieder zwei Stäbchen rein und das machen wir wieder bis ran. Und ihr seht, dadurch entsteht hier durch die drei festen Maschen entsteht hier tatsächlich eine Ecke. Und das meinte ich vorhin, das erkennt man. Da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Genau, wo nachher die Zunahme hinkommt. Und ihr könnt euch das Ganze so groß gestalten, wie ihr möchtet. Ihr müsst euch kein Beispiel an mich nehmen. Ich zeige euch hier bloß, wie es gemacht wird. Und ansonsten Kreativität, freien Lauf. So, jetzt brauchen wir hier für die Ecke diese eine Luftmasche. Die da und da wieder rein drei Stäbchen, drei feste Maschen. Eins, zwei, drei. Und jetzt wieder in jede Masche arbeiten. Jetzt ist ja einfach, jetzt haben wir ja wieder normale Maschen, wo wir drin arbeiten können. Und ihr hört schon, der Kühlschrank ist leiser geworden, ne? Dafür kommt Lucy wieder. Nein. So, hier geht es wieder mit meinen Stäbchen weiter. Noch ein Stäbchen. Und dann brauchen wir wieder hier die letzte Luftmasche für unsere drei festen Maschen. Eins, zwei, drei. Und wieder normal in den Maschen weiterarbeiten. Eins und so weiter. Bis da zu unserer Ecke und dann haben wir schon, also ich habe schon die erste Runde geschafft. Ich habe ja auch bloß ein kleines Mini-Modell hier von meiner eigentlichen großen Decke. Aber ich finde es irgendwie auch voll cool. Das werde ich auf jeden Fall als Top-Lappen oder irgendwas behalten. Das ist eigentlich voll süß. So. Achtung.
Und das Ganze kann man wiederholen, wie man möchte. So, jetzt komme ich hier einmal an und ich häkle aber auch gleich weiter. Also ich mache jetzt hier kein Ende. Wenn natürlich Ende ist, der macht hier eine Kettmasche und zieht das durch und schneidet es ab und sowas alles. Wenn ihr jetzt natürlich weiter häkelt, dann arbeiten wir in Spiralrunden weiter, ne? Das heißt, wir gehen hier rein in die erste Masche, holen unseren Faden und machen eine feste Masche. Dann kommt hier die mittlere Masche. Da müssen wieder drei feste Maschen rein. Eins, zwei, drei. Das Ganze könnt ihr euch wieder markieren. Und dann geht es einfach weiter bis zur nächsten Ecke. Immer Stäbchen, feste Maschen. In jede Masche eine feste Masche jetzt häkeln. So, ich zeige euch jetzt noch mal kurz die andere Luftmasche. Quatsch, hier die andere Ecke meine ich natürlich. Die kommt da jetzt. So. So, das sind die drei Maschen aus den drei festen Maschen da. Und da mache ich wieder eine feste Masche und dann in die mittlere wieder drei feste Maschen. Wie gesagt, wenn ihr das damit ein Problem habt, das zu erkennen, dann markiert euch die mittlere Masche. Ihr habt jetzt die drei gemacht und dann könnt ihr hier die mittlere von markieren. Ja. Ansonsten geht es immer so weiter. So sieht das denn aus. So, mittlere Masche wieder. Erst eine Masche und in die mittlere drei feste Maschen. Eins, zwei, drei. So, noch zwei Seiten, jetzt sind wir fertig mit unserer Decke. Und eigentlich geht das auch ruckzucki. Wenn man natürlich 20 Projekte gleichzeitig zu laufen hat wie ich, dann dauert das schon mal ein bisschen länger. Aber eigentlich ist die Decke ruckizucki gemacht. Und umso bunter man sie macht, umso spannender wird es. Aber ich bin auch mal gespannt, ob einer, der ein oder andere das in Farbverlaufsgarn macht. Das sieht bestimmt auch richtig schick aus. Also das kann ich mir auch vorstellen. Dafür habe ich aber nicht die Zeit, um das zu machen. Aber ich kann es mir auch so richtig schick vorstellen. Weil ihr ja da dieses Quadrat habt, wo in der Mitte nur zugenommen wird und dann läuft das da so. Das stelle ich mir richtig schick vor. So, eine und drei. Eins, zwei, drei. Und die letzte Seite. Ja, wie immer, ihr wisst, Bilder könnt ihr immer in der Facebook-Gruppe posten und mir zeigen und... Ja, ich freue mich immer drüber. Meistens reagiere ich auch drauf. Das kann immer mal ein, zwei Tage dauern. Das ist hier bei YouTube auch so. Ich reagiere meistens auf eure Kommentare. Gebt mir aber immer mal so ein, zwei, drei Tage Zeit. Wenn ich mich nach einer Woche nicht gemeldet habe, könnt ihr mich immer noch mal anstupsen und sagen, hey, was ist los? Hast du mich vergessen? Und dann einfach noch mal eure Frage stellen, beziehungsweise noch mal darauf hinweisen, guck mal, ich habe dir da eine Frage gestellt. So, und jetzt gehe ich hier einfach rein und mache eine Kettmasche. Wie immer, ich mache zwei Luftmaschen, weil damit ist der Knoten schon so safe, dass man nichts anderes mehr machen braucht. Also ich brauche theoretisch das dann auch nicht mehr vernähen. Und ziehe das hier mit dem Nagel einmal so fest.
Hops, weg ist er. Und den restlichen Faden einmal vernähen. Und wie gesagt, das hier behalte ich, das sieht cool aus. Ja, also natürlich in groß ist das noch schicker, ja, und ich wollte euch ja bloß das Grundmuster zeigen. Also in groß ist das natürlich noch schicker und sieht mit Farbverlauf richtig cool aus bestimmt, weil man hier den Verlauf hat und ach, ich stelle mir das so richtig cool vor. Ihr könnt das ja machen, wie ihr wollt. Und wie gesagt, Bilder freue ich mich, könnt ihr immer posten. Und wenn ihr noch Fragen habt, gerne hier unter dem Video stellen, damit ich nicht durcheinander komme. Und oder eben bei der Facebook-Gruppe, da könnt ihr auch fragen. Da helfen euch vielleicht die anderen auch schon ein bisschen schneller, wenn ihr Fragen habt. Ja, gut, ihr Lieben. Ich höre jetzt mal auf, das wackelt hier alles auch ein bisschen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen, einen Kommentar und ein Abo da lasst. Wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.